Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Und heute sind wir mal in einer fremden Küche. Wobei für mich ist die nicht ganz so fremd, für dich aber eigentlich auch nicht. Das ist nämlich die Küche von meiner Mutti. Ja, du hast uns heute eingeladen. Oder haben wir uns eingeladen? Ich weiß nicht. Ihr euch eingeladen. Wir haben uns eingeladen, weil du ein ganz spannendes Rezept für uns hast. Du hast gesagt, es wird lecker. Genau. Und du hast gesagt, wir können unsere selbstgezogene rote Beete verwenden. Genau. Ja. Was soll es heute geben? Rote Beete-Suppe. Rote Beete-Suppe. Das klingt jetzt erstmal... nicht so aufregend. Ziemlich drög. Nee, drög ist sie nicht. Ja, dann erzähl doch mal. Also rote Beete haben wir mitgebracht. Rote Beete mitgebracht, also Bio-rote Beete sozusagen. Aber sowas von das Bio. Das ist die bioesteste rote Beete ever. Guck, da ist... Die war heute Nachmittag noch im Beet, also die ist ganz frisch. Ganz frisch von der Schnecke verkostet. Oder was auch immer es war. Ja. Ja. Jetzt hauen wir sie in den Topf und kochen sie, bis die Suppe ist, oder? Nein, die wird jetzt erstmal gewogen, damit wir ungefähr wissen, von der Menge her, wie viel das ist. Wiegen können wir. Warte, Display sagt 0. Bei 310. Rechnet einer im Kopf mit? 340. 650. 950. Also in Summe nicht die eine. 1150. Das ist eine Zugabe, die rechnen wir nicht. Die rechnen wir nicht. 1350. Das konnte ich im Kopf. Huch, hier geblieben. 1417. Ja. Oha. Kopfrechnen klappt manchmal noch. Und jetzt der dicke Oschi. Jetzt kommt der Brüller hier. Und 480. Also 1500. Also 2200. Ja. 2030 mit der Kleinen. Ja. Das ist ja nur eine Zugabe. Okay, das heißt, wir brauchen 2 Kilo rote Beete. Wie viele Leute wollen wir davon satt kriegen? Also ich mache mit etwas mehr, also einen guten Kilo, 2-3 Personen, sag ich mal. Also braucht man für einen 4-Personen-Haushalt schon 2 Kilo rote Beete? Ja. Okay, das heißt, wir verarbeiten die komplett, oder? Genau. Gut. Dann tue ich sie erstmal wieder rein. Oder wir sie nicht komplett aufessen. Die Suppe? Und dann vielleicht nochmal einen Tag. Kleine Vorspeise. Eine kleine Vorspeise? Ah. Genau. So, die tue ich vermutlich beiseite, die brauchen wir nicht mehr. Tüte. Tüte. So, ich habe sie sauber gemacht. Wo soll sie denn hin? Ich kenne mich nicht so gut aus in deiner Küche. Hier? Ganz hinten, war der letzte in der Mitte. Genau. Sehr gut. Das Tuch schmeiße ich weg. Dann wird geschält. Ja, du wolltest der Hilfsmann sein, dann mal da los. Ich schäle. Schöne rote Hände kriegen. Ja, ich habe beim letzten Mal, als du Wedges gemacht hast, hattest du Handschuhe. Ah. Ja, die habe ich nicht mitgebracht, waren Einmalhandschuhe. Aber ich habe beim letzten Mal was gelernt. Kochen wir nicht erst, bevor wir schälen, weil die blutet doch aus, wenn wir sie jetzt schälen, oder? Aber wir kochen sie ja als Suppe, da bleibt ja alles drin. Auch wenn sie ausblutet. Das heißt, das Wasser, in dem wir sie kochen, ist dann auch das Suppenwasser. Das ist dann das Suppenwasser. Okay, ja, dann spielt es offensichtlich tatsächlich keine Rolle. Gut. Dann dürfen sie gerne reinbluten. Du hast in diese Richtung gezeigt, weil... hier sind die Einmalhandschuhe. Ha, kochen wie bei Modern, futtern wie bei Modern. Soll ich mich dann dahin stellen und ihr macht hier irgendwas anderes, oder? Bleib doch mal da stehen. Oder schälen wir alle gemeinsam? Wir können auch aufteilen. Guck mal, sie hat mehr als 2 Handschuhe. Das heißt, es müssen mehr als 2 Leute schälen. Wir offensichtlich. Die beiden Herren, ich habe schon ein bisschen Gemüsebrühe vorbereitet. Oh ja. Die wir dann brauchen. Gemüsebrühe hast du gemacht. Wenn die geschält sind und ein bisschen abgespült, dann kommen sie an, werden sie noch grob geteilt. Keine Handschuhe. Dann kommt die Gemüsebrühe dazu. Und schon große Dinger. Ja. Die man selber herstellen kann, wenn man einen Garten hat. Ja. Gemüsebrühe, ja, Entschuldigung. Da machen wir was rein, Herr Liebig, in die Gemüsebrühe. Nur wenn man es in dem Garten hat, Sellerie. Hatten wir jetzt gerade nicht dieses Jahr. Lauch? Lauch hatten wir. Möhren haben wir immer noch. Petersilienwurzel. Gerne. Hab ich doch. Zum Beispiel.
Aber man kann auch, wenn man es ganz schnell machen will, einfach ein fertige Gemüsebrühe aus dem Glas herstellen. Okay. Wie viel hast du denn gemacht? Ein Liter? Einen halben Liter? Wir fangen hier mal an. Erstmal einen Liter. Da soll das rein, was wir dann geschält haben, ja? Zum Abspülen. Da, ja genau. Erstmal einmal schälen und dann da rein und einmal kurz abspülen. Kriegt der auch ein Brett? Genau, kriegt der auch ein Brett? Dieses hier vielleicht? Und ein Mesa? Diese Messer hier sind vernünftig dafür? Ja. Hast du sonst so einen Schäler? Ein Sparschäler? Ja. Oh, wir machen das mit dem Sparschäler. Ich schäle mal gerne Sparschäler. Wobei, dann können wir, weil das ist ja ähnlich wie bei Äpfeln und Möhren. Das Gesunde ist ja direkt unter die Schale. Das sind nur den einen, ne? Ich wollte gerade sagen, hast du nur den einen Sparschäler? Ja. Was ist denn das hier für ein Haushalt? Weil ich da nicht so gerne mit arbeite. Aha. Ich habe ja gerne ein Schälmesser. Jawohl. Hier ist noch ein bisschen heiß. Ja. Auf dieser Platte wurde gerade weiße Bohnensuppe gemacht. Und mit Futter wie bei Muttern. Genau. So, ich mache das mal ein bisschen hoch, weil ich sehe schon meinen Pulli. Das sind noch alte rote Beete. Machst du die da auch mit rein? Die mache ich auch mit da rein. Die ist nicht alt. Die ist von letzter Woche. Die ist vorhin geschält worden von mir. Ich kann da mit rein. Also. Das ist aber ganz schön widerspenstig hier. Kommt aus dem harten Garten. Ja, ist ja auch eher die Hand. Ein hartes Leben. Was das Tolle daran ist, wir können die rote Beeteschale nachher in die Tüte machen, wo du auch schon den Sellerie und die Möhrenschale reingemacht hast von deiner Gemüsebrühe, die an die Ziegen geht, weil unsere Ziegen fressen natürlich auch rote Beeteschale. Mhm. Das Grün haben wir heute schon bekommen. Ja. Sehr gut, die leben ja sehr gesund. Jo, sind halt Ziegen. Also dann Bio-rote Beete. Bitte? Ich bin hier der beste Assistent ever, weil ihr habt schon gefühlt schon drei Stück geschält und ich noch nicht einen. Da sieht man, ich habe da voll Ahnung von. Mhm. Ja. Ja, und dann machen wir eine rote Beete-Suppe mit Gemüsebrühe. Was kommt denn da sonst noch so rein? Also, weil nur rote Beete kann ich mir vorstellen, dass... Wenn die rote Beete einigermaßen gar ist, dann werden wir sie... Dass die ersten gleich schon wieder abschalten, weil sie sagen, rote Beete. Nein, das wird ganz cremig. Wir geben Kokos nämlich dazu. Oh. Das ist ja zufällig auch total low-carb-konform. Genau. Und dann? Machst du das extra mit Kokosmilch, weil wir da sind und sonst anders? Oder du machst tatsächlich alles rein? Das mache ich sonst auch so. Okay. Machst du die schon gleich, du schneidest die schon gleich klein. Du schälst nicht nur, sondern du machst die auch gleich so in so kleine Schnipsen hier. Wenn man sie kauft, weiß man nicht, wo sie herkommen, aber hier ist es doch. Komm aus meinem Garten. Genau. Aus meinem Garten raus. Wie groß machst du die Stücke? Einfach nur. So. Okay. Wir haben ja auch probiert im Anschluss. Also so reicht das. Ja, genau. Kann man auch total lecker roh essen. Spritzt mich nicht voll mit eurem rote Beete-Scheiß hier. Über den Gemüsehobel gezogen, wunderbar, eine Ergänzung im Salat. Das kommt noch dazu. Was ich bisher noch nicht hatte, bei der wir geerntet haben, ganz viele sagen ja dann immer so, das schmeckt so erdig oder so. Ich hatte das bei unserer tatsächlich noch nicht. Ich auch nicht. So. Und wir haben ja schon viele Sachen gemacht mit der roten Beete jetzt. Das Einzige, wofür wir sie ursprünglich angepflanzt haben, weil wir sie auch ganz viel frisch im Salat essen. Du glaubst doch nicht, dass wir eine rote Beete von unseren roten Beete frisch im Salat gegessen haben. Wir haben sie immer irgendwie verkocht. Ja. Und selbst jetzt, das ist die letzte Ernte, mehr haben wir dieses Jahr nicht, habe ich gehört vorhin. Denn ja die letzten geerntet. Ja, da sind noch so ein paar kleine im Hochbeet, aber da ist halt noch nichts unten dran. Na, da kommt jetzt auch nichts mehr. Man kann sich auf den Salat machen, erst mit Schale kochen und dann die Pellen wie Pellkartoffeln. Ja, aber auch dann sind sie wieder gekocht, ne? Ja. Also auch dann haben wir sie immer noch nicht roh verarbeitet. Was wir ja eigentlich mal machen, deshalb haben wir sie eigentlich angefangen. Guck mal, hier hat so ein bisschen Struktur wie ein Baum, finde ich. Mhm. Altersringe. Ja, und das direkt unter die Schale.
Also wenn ich mir überlege, es schmeckt super gut, ne? Also gerade so alles, was du so selbst im Garten hattest, habe ich dieses Jahr ja sehr, sehr lecker empfunden. Aber wenn ich mir überlege, was diese fertige rote Beete in der Tüte kostet, ne? Und mit welchem Aufwand wir sie hier gerade schneiden. Ja, aber kriegst du da solche Ömmel? Nee, definitiv nicht. Also. Schade, ich dachte, die riechen aber nicht. Machst du jetzt die kleine 30 Gramm? Einfach mit da rein. Ich glaube, das Thema mit den Messern zieht sich durch meine Kochkarriere hier. Deine Messer sind auch nicht die geilsten. Ich dachte ja immer, das liegt an Herrn Liebig, dass er immer die falschen Messer nimmt, aber... Der hat jetzt extra so bunte gekauft. Ja. Aus so einer Punkte-Premium-Aktion. So. Also so scharf, dass sie hinter Schloss und Riegel sind. Ich bin fertig. Wo hatte ich die Tüte hingemacht mit dem Möhrenschal? Die habe ich schon auf die Treppe gekriegt. Aha, okay. Nee, ich hole schon. Alles gut. Ich hole schon. Ich wollte nicht hier oben. Ja, dann musst du jetzt warten. So. Hier wird ja quasi alles verwendet. Verwertet und verwendet. Und wenn es nur selbst Selleriefresser ziehen, umso sehr gerne. Ist halt Knorrel, ne? Ja. Und, ich glaube, das wusstest du auch noch nicht, selbst die trockenen Zwiebelschalen fressen die. Also das, was du abmachst, bevor du die Zwiebel richtig schälst und das Feuchte kommt, dieses Trockenhaube, das knuspeln die auch so weg. So, meine Schale ist da drin. Da vorne. Soll ich das machen? Da nochmal so ein Drehmagneten und den Teil. Doch, irgendwo. Da, ja. Das will ich vor. Machen wir. Das wollte ich. Was ist los? Ganz schön bei ihm. Das Praktische bei roter Beete ist, man sieht nicht, wenn man verblutet nebenbei. Nee, wenn man sich nicht mit den Fingern geschnitten hat. Es geht in der Masse unter. Dreck. Ja, das ist Präzisionsarbeit hier. Das ist auch völlig okay. Alles gut. Dann hetz mich nicht auf den Hintergrund. Ich hetz dich nicht. So. Da. So, du und dein Messer legen wir mal beiseite. Und dann sammle ich die Schale ein. Gibt's morgen ein lecker Frühstück für die Ziegen. So, kannst du mir mal. Ich mach schon selbst. Kannst du mir mal. Kannst du mir mal? Bitte. Du der Assistent. So, die Tüte packe ich diesmal nicht. Das war knapp. Die Tüte packe ich diesmal nicht ganz so weit weg, wer weiß, was da noch kommt. Aber ich tue mal so, als würde ich die Handschuhe ausziehen. Ja. So, jetzt. Gemüsebrühe. Ja, haben wir die Brühe da rein. Mal gucken, ob wir damit hinkommen. Ich habe ja jetzt erstmal so gemacht, wie ich das sonst auch. Also, aber ich denke mal, das reicht. Ein Liter aus Möhren, Sellerie, Porree. Ja, nicht aus, sondern... Mit. 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 Ja. Den ganzen wie man Gemüse Brühe kochen. Kocht. Genau, wie man Brühe kocht. So, nun lassen wir das erstmal aufkochen und dann so ungefähr. Viertelstunde, 20 Minuten. Dann probieren wir mal. Okay. Wie weich er ist. Also 20 Minuten kochen lassen. Also nicht richtig Bulle weich. Sondern schon mit Biss oder wie ist der Plan? Die kann ruhig weich sein. Die wird zwar in der ja püriert, aber sie muss ja weich sein. Ja. Aber das reicht. 20 Minuten kochen bleiben. Denke ich noch. Okay. Wir versuchen es mal. Ne? Alles klar. Gut. Das kocht. Können wir in der Zeit irgendwas anderes vorbereiten? Oder? Wir können den Tisch stecken. Okay. Nebenbei. Wir können das Brot brechen. Und bereitstellen. Ja, das steht ja was dazu. Was dazugeben soll. Und zum Schluss legen wir ja ein bisschen Einlage in die Suppe. Einlage. Einlage, das kommt dann. Einlage in die Suppe. Jetzt wird's interessant. Oha. Von einem großen Lübecker
Ich darf das auch machen, deshalb hast du das hergestellt. Ja, genau. Alles klar. Offensichtlich ist es nicht nur eine rote Bete-Cremesuppe. Komm doch mal hier oben, bitte. Offensichtlich ist das nicht nur eine rote Bete-Cremesuppe, sondern es gibt auch eine Einladung. Das ist wie Weihnachten. Ja, ich habe ja auf dem Schild schon gelesen, was es ist. Riesengarnelen. Ein bisschen angeräuchert. Geräuchert? Das passt, ja. Sehr cool. Das ist also eher mein Geschmack. Die normalen Garnelen sind ein bisschen lapschig. Mag ich eigentlich immer nicht so, weil ich denke, die haben gar nichts irgendwie. Die sind sehr fleischig, klar. Ne? Eine tolle Fischeinlage dann. Ja. Was man auch sehr gut machen kann, ist, was wir auch schon gegessen haben, dann in dieser rote Bete-Suppe, sind Forellenfilets. Auch geräucherte? Auch geräucherte. Mhm. Kann man auch fertig kaufen bei dem namhaften Fischhändler in Lübeck. Oder seinem eigenen lokalen Fischhändler. Genau. Das ist dann speziell für unsere Zuschauer aus München, die natürlich nicht extra nach Lübeck fahren müssen, um sich Fisch zu kaufen. Kann man dann, wie man es mag, entweder vorher schon in die Suppe geben, die Forellenfilets, oder aber einfach auf den Teller legen und dann seine Suppe da drauf füllen. Mhm. Oder okay. Mit den Garnelen auch machen. Okay. Das heißt, die werden nicht mitgekocht, die werden nachher quasi zur Garnierung mit reingegeben? Ja. Okay. Nur das, was man eben gerne mag, mal in einer Suppe. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich nichts machen. Wir warten jetzt einfach ab, bis es fertig gekocht ist und kommen in 20 Minuten hierher wieder zurück. Genau. Alles klar. Okay. Das machen wir. Und da uns das ja im Grundsatz immer irgendwie zu lange dauert, spulen wir vor. Kann ich immer vorspulen. Ja, so schnell ist man raus aus der Küche. Denn das hier ist mein Wohnzimmer. Was war passiert? Genau zu dem Zeitpunkt, als wir die rote Bete eingekocht haben, um sie weich zu kochen, damit wir sie pürieren können, versagte der Akku. Und entgegen der Annahme, ich hätte in meiner Kameratasche noch zwei vollgeladene Ersatzakkus, mussten wir relativ schnell feststellen, da war gar nichts weiter drin. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Suppe einfach ohne Kamera weiter zu Ende gekocht. Und sie im Anschluss dann natürlich auch mit den frisch geräucherten Garnelen, die meine Mutter extra besorgt hatte, genossen. Damit wir euch das Ganze jetzt aber noch bis zum Ende präsentieren können, haben wir uns exakt eine Woche später wieder getroffen. Diesmal haben Danny und ich keine frisch geerntete rote Bete mitgebracht, weil der Garten war ja leer. Wir haben frische rote Bete gekauft. Und wir sind genau bis zu dem Punkt weitergegangen, an dem wir gerade aufgehört haben für euch. Nämlich an dem Punkt, wo wir sie geschält, geschnitten und in den Topf geworfen haben, damit sie kochen kann. Und genau da machen wir jetzt weiter. Denn dann müsst ihr nicht den gesamten Prozess nochmal von vorne gucken, sondern könnt genau an der Stelle weitermachen, wo gerade mein Akku versagt hatte. Viel Spaß beim Weitergucken und beim Nachkochen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie eure Suppe geworden ist und wie sie euch geschmeckt hat. Wir sind gespannt darauf. Viel Spaß! Einmal gucken, ob es schon so ist, dass man sagen kann, boah, ist noch ziemlich fest, aber ich denke mal, wir werden es schaffen mit dem Pürierstab. Weiter geht's! Genau, da sind wir wieder. Diesmal ist der Akku voll, hoffe ich. Die Suppe hat gepiept. Genau, die Suppe nochmal. Nochmal. Diesmal sind es dann ehrlicherweise ja nicht mehr unsere rote Beete, weil das Beet war leer. Die sind jetzt gekauft. Aber der Stand ist derselbe. Wir haben sie geschält, wir haben sie klein geschnitten und wir haben sie gekocht. Wie geht's weiter? Es wird püriert. Es wird püriert. Das klingt nach einer Assistentenaufgabe. Bitte sehr. Jawohl! Viel Spaß, Herr Assi. Stand. Danke. So, du Assi. So, das mache ich vermutlich mit dem langen Arm, weil wenn das spritzt, kriege ich das nie wieder raus. Müsste ich schnell auch umziehen vorher? Nee. Vielleicht? Nein, möchte ich nicht. Los geht's. Bitte. Keine Schürze, nicht? Gott, okay. Keine Wir Hätten noch eine Schürze. Schürze wäre, glaube ich, gut. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Ich meine, das ist rote Beete. Da kann man ja auch gerne mal eine grüne Schürze um. Männer wie wir. Nein, wir machen ja keine Es ist eine Bierschürze. Wenn mein Schwiegervater das sieht, kriege ich wahrscheinlich eine neue. Sexy! Ja, so, wollt ihr auch irgendwas tun oder wollt ihr nur das Wir gucken zu und machen Wir gucken zu, alles klar. Tipps. Okay,
Dosen öffnen kann. Ja, das ist der Schwiegersohn. Los geht's, ich püriere die rote Beete. Ja, bitte sehr. Nicht das Geräusch ist unbezahlbar. Dein Blick auch. Irgendwie nach Verkehrsunfall aus. Du sagst, das Geheimnis ist einfach mal drin lassen, so halten. Sehe ich doch, dass da grobe Stücke noch drin sind. Sie sagt, langsam im Topf bewegen. Ja. Ein bisschen, als auf der Tüte. Sie wird drin lassen, als war eine raus. Einmal umrühren. Wie bitte? Einmal umrühren. Gucken, ob du schon alles erwischt hast. Das sieht sehr pumpig aus. Nein, da ist nichts Großes mehr drin. Gut. Cool. Dann kannst du ja den Kokosmilch dazu geben. Danke, okay. Und wenn das will? Nee. Kannst du machen, ja, aber. Kriegst du doch nicht raus. Die kommt doch nicht raus, oder? So. Da. Wenn die Stücke rauspüriert sind, dann tun wir die Kokosmilch dazu. Dann geben wir Tuten tut der Nacht weg. Und der hat Spaß dabei. Bitte. Nicht einmal. Das kann, hast du eine Schürze? Das kann auch spritzen. Ist die cremig. Ja, das ist die besonders cremige. Beide? Ja. Ja, beide. Also haben wir wieder so dieses Faustmaß. 2 Kilo rote Beete, 2 Dosen Kokosmilch. 2-mal aufnehmen. 2-mal aufnehmen, ja, stimmt. Klar. So, haben wir es denn? Muss ja auch ordentlich, ne? Muss ja auch ordentlich. Früher waren wir dann mit da. Gut, dann probiere ich das jetzt nochmal nach. Guck nicht so verzweifelt. Hab alles vollgespritzt. So, ich glaube, das reicht, oder? Können wir das vielleicht nochmal aufkochen? Weil irgendwie, ja, das sieht jetzt sehr, ja, kalt aus. Die Dose war ja... Warte. Das kriegt man hier raus. Ne? Mhm. So, dann kann ich das beiseite legen. Mhm. Und das kommt in den Geschirrspüler. Und das kommt auf den Topflauf hier. Auf den Topf. Papa auch? Ja. Papa darf mitessen. Papa freut sich. So. Ich hätte ja. Und dann Löffel und diverse Teelöffel. Probierlöffel, natürlich. Genau. Probierlöffel. Diverse Teelöffel. Für die diversen Probierer. Ja. Für 3 Probierer, 3 Teelöffel. Hast du hier irgendwie einen Lappen, dass ich mal deine vollgespritzte Küche. Ich muss hier gucken, eigentlich hängt der Gold hier nicht am Bein. Ah, da. Alles klar, da hängt einer. So. Das ist zum... Nein, für den Karin. Ah, die großen Garnelen, die sich seit letzter Woche in Mutters Kühlschrank paaren.
Ich hoffe nicht. Natürlich nicht. Sie war heute noch mal einkaufen und hat frisch gekauft. Wir haben die ja letzte Woche schon aufgegessen. Sollte ich das damit einmal durchführen? Nein, immer noch nicht. Es ist immer noch für den Porree. Ach, für den Porree. Da kommt nämlich noch... Er hat aber keine Zwiebeln in der Ohren. Eine Geheimrezeptur. Müssen wir das nicht trotzdem mit irgendwas umrühren? Hier, wollte ich gerade sagen. Mit diesem nochmal? Den man aus der Spüle genommen hat. Den man aus der Spüle genommen hat. Ja, gut. Gut. Weil jetzt fängt es an, schaumig zu werden. Das heißt, wir haben es nochmal aufgewärmt, weil durch die kalte Kokosmilch hatten wir das Bedürfnis, nach dem Pürieren nochmal kurz aufzukochen, damit es wieder heiß wird. Aber so wirklich heiß, oder? Doch, es dampft so ein bisschen. Ich warte. In der Zeit kannst du schon mal so ein, zwei, drei, jedes Süppchen, Tellerchen verteilen. Ich möchte keinen. Ein Teller ohne Garnelen? Ja, eine Garnele. Ein Teller mit einer Garnele? Ja. So, Probierlöffel hast du hier hingelegt. Das heißt, Papa kriegt dann wieder deine zweite. Ja. Gut. Ach so. Das wird jetzt auf kleine Löffel verteilt. Das ist ja auch so Marmelade. Ja, oder? Es hat so ein bisschen Marmeladenkonsistenz. Ja. Es ist auf alle Fälle nicht so heiß, dass man sich die Schnute verbrennt. Ja, noch nicht. Dann hier einmal probieren. Dann noch geschmacklich Salz, Pfeffer, was weiß ich. Ja, ich glaube schon. Ein bisschen Salz, Pfeffer würde ich noch machen. Ja. Ja. Gott, wischen kann ich da noch. Schmeißt sich alles durcheinander. Ich glaube, das Gewürzregal war da, ne? Das da? Salz. Das Salz. Der. Das ist der Salzstreuer. Und Pfeffer ist dann mit dem einen hier. Da hat einer was aufgelassen. Der Assi. Ja, der Assi. Das kann nicht passen. Der ist gerade zu groß. So, jetzt rühren wir das nochmal unter. Also nach Geschmack und Belieben würzen. Heute ist hier auch mehr so Assistentenkochshow. Der Rest verzippelt sich ja immer. Eigentlich ist das Mamas Rezept. Aber die ist immer nicht da. Ach, da bist du ja. Hallo. So. Jetzt ist es auf alle Fälle deutlich heißer. Ich merke, dass es mehr dampft. Ich glaube, da könnte man auch mit Ingwer was machen. Mit Ingwer? Mhm. Warum? Also vielleicht nicht heute, weil du magst keinen Ingwer, aber so prinzipiell kann man da, glaube ich, ein bisschen mit Ingwer machen. Und was haltet ihr von der süßen Variante? Zucker? Dann ist es nicht mehr konform. Nein, nein, nicht mit Zucker, sondern hier mit Mango oder so, weil Kokos-Mango oder so. Ja, weil das, ich glaube, der Kokos, nicht viel, Kokos kommt nicht gut raus, also das ist nicht so... Nee, Mango dürfen wir nicht, aber wir müssen ja auch nicht immer nur außerhalb von sonntags essen, wir können ja auch mal sonntags mit Verbot essen, also mit dem, was Cheat Day und so ist. Aber, oder? Hä? So eine fruchtige Variante vielleicht? Ja. Kann man sich vorstellen, ausprobieren. Ja. Und dann Curry? Versuch macht Curry. Oh, mit Curry-Mango? Klingt lecker. So, wir probieren jetzt hier nochmal. Mit dem Probierlöffel, an dem keiner gelutscht hat. Geben wir da nochmal rein. Schon füllen das auf unseren Löffel. Voll Corona-konform hier. Ja. Dabei sind wir sowieso bloß zwei Haushalte. Und unter fünf Personen. Also. Und auch immer noch innerhalb der Familie. Ich mache schön süß. Die rote Beete. Ja. Die kommt auch gut raus. Ich finde, der Pfeffer kommt jetzt so langsam, aber von Salz merke ich immer noch nichts. Willst du nochmal mit rein? Muss auch nicht, du hast ja auch noch Garnelen. Ich habe auch noch Fisch, ja. Fisch macht es auch noch salzig. Und ein bisschen Gewürz kommt ja durch den Porree, den ihr euch da als leckere Note drauf macht. Als grüne Note. So. Ja. Und ursprünglich war das ja, das sind jetzt geräucherte Garnelen. Jawohl. Ursprünglich geplant hatten wir mal mit geräucherter Forelle. Ja. Das würde auch gehen. Genau, geräucherte Forelle gibt es ja auch eigentlich überall. Am besten aber frisch von Fischmann. Also vom Fischmann. Forellenfilet. Des Vertrauens. Ja. Forellenfilet.
Habe ich das so gesagt, als würde man eine ganze Forelle reinwerfen? Ja. Nein, um Gottes Willen, Forellenfilet. Falsch, Fisch. Fisch in Rot. Wie groß der, Teller ist, passt du eine ganz ganz Forelle. Ja, so Forelle. Ja. Aber dann das Puppe noch? Nee. Nee. So, reicht jetzt? Ja, wir können es hier ausmachen. So da machen wir es aus. So, dann hast du wundervoll die Teller vorbereitet. Ja, wenn wir jetzt noch eine Kelle hätten. Wenn ich eine Kelle hätte. Hätte ich diese hier. Wenn ich eine Kelle hätte, hätte ich eine. So, Ladies first. Braucht ihr noch ein Löffelchen? Ein Löffel lang, eine Kelle. Hast du ein Holz, das du gegessen hast? Nee. Ich hatte schon ausgiebig Rotkohl. Du hattest heute schon ausgiebig Rotkohl neben rote Beete. Also dann eine sehr kleine Portion für die Mutti. Kriegst du da auch noch irgendwas drauf? Nee. Doch. Ich mache jetzt hier mal den nächsten Teller. Haben wir ja gesagt, als Ersatz statt Petersilie irgendwo, ne? Ja, da kann man ja mit Petersilie, Schnittlauch, was auch immer. Ja, bitte. Ja. Was ich feststelle, während ich auffülle, der Topf ist... Als Deko noch eine Garnele draufschmeißen. Genau. Dann habt ihr die schon alle aufgetragen. Nee, ich habe sie nur im Kühlschrank gebracht, ja. Aha. Fürs Auge. Genau, fürs Auge. Was mir auf alle Fälle... Augenessen hier mit, alles klar. Was mir auf alle Fälle auffällt beim Auffüllen gerade ist, das ist eine ziemlich große Portion. Also 2 Kilo rote Beete und 2 Dosen Kokosmilch. Da ist der Topf noch gut, wenn wir jetzt hier 4 Teller gemacht haben. Ist der Teller gut noch, der Topf gut noch 3/4 voll. Ach, mehr gibt's nicht. Wir haben so wenig. Na, kriegt der Papa. Na toll. Hallo, oben drauf soll die Garnele. Ja, die ist jetzt. Die ist tot, die schwimmt nicht mehr. Nee, genau. So. Toll, sehr gut. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Dann guten Appetit. Genau, so, dann probieren wir jetzt mal. Hier nochmal symbolisch für euch, dass man das auch wirklich essen kann. Nicht, dass wir eh schon gerade probiert hätten, aber jetzt. Schnittlauch? Nee, was hast du gesagt? Ist das Porree? Das ist Porree. Das ist Porree. Ja, Schnittlauch ist eh geil. Und mein Petersilie auch. Ich glaube, ich gut, dass wir noch mehr Salz reingemacht haben. Das ist gut so. Für mich bräuchte da nicht mehr Salz rein. Für mich ist das auch völlig okay. Ich finde das mit dem Porree sehr cool. Mhm. Aber man könnte auch Petersilie oder Schnittlauch nehmen, wenn wir nicht schon Anfang Dezember hätten und Mutter im Garten keine Petersilie mehr. Aber Petersilie wächst doch noch. Ist ja noch nicht dann tot nicht jetzt. Mehr. Ja, aber eigentlich. Mhm. Ist alles hin im Garten, ja? Ja. Ja. Schnittlauch wurde vom Regenguss runtergedrückt. Ja, das soll vorkommen. Also ich finde es sehr lecker und ich finde, wir können uns jetzt hinsetzen und in Ruhe essen. Was das machen wir. Alles klar. Schön. Wir sehen uns bald wieder. Genau, wir sehen uns bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Kommentiert gerne, wenn ihr noch andere coole Rezepte mit und um rote Beete habt. Ansonsten Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke klicken, weil dann gibt es immer coole Infos, wenn das nächste Video hochkommt, sei es zum Kochen oder... mit Ziegen oder mit Mutter oder mit Vater, was auch immer. Genau, und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Wir gehen jetzt was essen. Bis bald. Bis dann. Tschüss.